Der wichtigste Wettkampf des Jahres war für mich auf jeden Fall die WM in Abu Dhabi. Besonders am Jiu-Jitsu ist auf jeden Fall die Vielseitigkeit, weil es sich aus so vielen Elementen zusammensetzt. Zum einen aus dem Karate, die ganzen Tritte und Schläge und dann aus dem Judo und dem BJJ. Und natürlich ist es auch eine Lebenseinstellung. Das hilft mir auch sehr viel im weiteren Leben, zum Beispiel auch im Studium. Also mein großes Ziel für die sportliche Zukunft ist natürlich, mich ständig weiterzuentwickeln. Das, was ich jetzt erreicht habe, ist natürlich im Juniorenbereich, aber das kann man natürlich alles auch bei den Senioren erreichen. Und wenn ich das da nochmal erreiche, dann kann ich sagen, ich bin zufrieden. Mein Trainingspensum sieht folgendermaßen aus. Also ich trainiere 6-mal die Woche, manchmal auch 2 Trainingseinheiten am Tag. Davon 2-mal Judo, 2-mal Jiu-Jitsu, ein paar Mal Joggen und Krafttraining. Also für jeden, der sich für Jiu-Jitsu interessiert, würde ich einfach mal raten, ins Training zu kommen und sich das anzugucken. Auch wenn man jetzt nicht über die Wettkämpfe kämpfen will, ist es doch ein sehr, sehr gutes Workout, vor allem bei uns in der Gruppe. Und man lernt einfach sehr viel fürs Leben dazu, einfach Disziplin, Durchhaltevermögen, und das hilft einem sehr weiter. Besondere Rituale sind zum Beispiel, dass ich, wenn ich barfuß bin, erstmal die Füße an der Matte abstreife. Das hat mir mein Trainer erzählt, dass ich das machen soll, und es hat sich irgendwie so eingefleischt. Und ich beiße mal ein Stück von der Banane ab und trinke einen Schluck Wasser.